Alisan Marie Lossi und bin 84 geboren und ja, seitdem ständig unterwegs eigentlich. Und wir sind hier in Heidelberg, in meiner Traumstadt, wohlgemerkt. Also es ist ja auch ein wirklich schönes Fleckchen Erde. Und gerade befinden wir uns hier auf der Terrasse des Schlossgartens. Und wenn man ganz da hinten hinschaut, ist Mannheim. Da, wo die Industrie steht und alles so ein bisschen grauer ist, aber auch ja, eine Schönheit für sich. Und ja, da ist meine Schule, meine Akademie, wo ich gelernt habe und wo ich mittlerweile Dozentin bin, an der Kölner Malschule, so heißt die jetzt. Und ja, es erfüllt mich mit sehr viel Freude. Also das gebe ich auch gerne weiter, was ich gelernt habe. Warum ich eigentlich genau hier bin, ist auch, weil ich mir das eigentlich gewünscht habe. Und ich bin ein Mensch, der ist fest davon überzeugt, dass das alles machbar ist. Und das Wünsche eben auch in Erfüllung gehen. Und ja, seit ein paar Jahren lebe ich jetzt hier. Und ja, ich will es gar nicht Zufall nennen, aber es kommt nicht von ungefähr, dass ich hier auch den richtigen Anschluss gefunden habe, den ich mir auch immer gewünscht habe, nämlich die Sache an sich zum Blühen bringt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich auch an der Stelle nochmal auf die Pyromania Arts Foundation aufmerksam machen will, zu der ich auch mich dazu zähle. Und unsere Aufgabe ist eben, das kleine Fünkchen, was ja überall vorhanden ist, nicht ausgehen zu lassen und weiter zu verbreiten und zu teilen und zu verbessern und bis eben die Essenz des Gewollten verbildlicht wird. Also in welchen Formen auch immer. Und da haben wir eben die Musik, die Kunst, Tanz. Ich wünsche mir, dass wir reine Gedanken haben. Damit fängt eigentlich alles schon an, dass wir die vergifteten Gedanken wieder bereinigen können und dadurch eben auch Vertrauen gewinnen, dass alles gut wird und wir uns wirklich zu Hause fühlen können, egal wo wir sind. Und das geht, wenn wir positiv denken. Das wünsche ich mir. Also, es gibt so ein schönes Sprichwort, wo Holz ist, ist Feuer versteckt. Und das trifft eigentlich auch genau auf das zu, was Pyromania Arts erreichen möchte. Eben Fähigkeiten wach zu rütteln und dabei ja, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den Prozess auszutauschen, sichtbar zu machen,
um für eigentlich eine friedlichere, buntere, ausgeglichenere Welt zu sorgen und auch wirklich neue Dinge entstehen zu lassen. Da wir ja auch alle Suchende sind und haben wir uns tatsächlich gefunden. Auch wenn für viele Welten dazwischen liegen mögen, wenn man uns aus einer bestimmten Facette betrachtet. Ja, also es hat auf jeden Fall, wenn man die Zeit mitzählt, schon eine Weile gedauert, bis die Suche vollendet war. Und feststand, dass es halt so sein sollte und dass es halt jetzt eine gute Basis auch ist, um die Kraft aus Vollem zu schöpfen und eigentlich auch die Wiedervereinigung der Gegensätze und dass, wenn die aufeinander kommen, halt auch viele Dinge möglich sind. Vielleicht noch mehr, als wir uns gedacht haben und dass halt die Facetten eine Einheit bilden in dem ganzen Gefüge und dass das eine aus dem anderen Kraft schöpft und umgekehrt und fast zu vergleichen auch wie ein Diptychon, was aus zwei Teilen besteht und trotzdem eine Einheit bilden. Und wir leben im Dualismus. Also brauchen wir auch diese zwei Komponenten, um das wieder aufzulösen. Und ich denke mal, deswegen haben wir uns auch gefunden. Und und dazu sind auch alle eingeladen. Also es gibt keine Außenseiter. Die Grenzen, die setzt man sich selbst. Und so wird auch sichtbar, dass die Form eben unendlich ist. Und damit meine ich ja, dass wir mit dem Austausch unserer Vorstellungen, Wünsche, auch vielleicht Bedenken, dass wir da auch einen Weg finden, um es zu transformieren, um was Positives draus zu machen. Also es gibt ja schon viel zu viel Schabernack auf der Welt und eigentlich wäre das doch eine Aufgabe für die gesamte Welt und das, was sie zusammenhält oder zumindest so tut, als würde sie zusammenhalten, dass man da, wie gesagt, die Grenzen ein bisschen verwischt und sich einen Ruck gibt, an die Hand nimmt und die Reise gemeinsam durchstartet. Warum auch nicht? Ja, wir haben alle das Potenzial, wir haben alle die Kraft unserer Überzeugungen, die uns das Unmögliche möglich machen. Und Pyromania Arts ist auch dazu da, ein bisschen aufzuklären. Und eigentlich eine riesige Datenbank, wenn man das so überhaupt sagen kann, die alle möglichen Informationen, die notwendig sind, um auch zu transformieren und Dinge entstehen zu lassen, die uns in gewisser Form auch weiterbringen. Und dazu sind natürlich alle eingeladen und als Teil davon zu sein, ist es natürlich auch meine Aufgabe, mit eigentlich auch mit einem Vorbild voranzugehen und verschiedene Facetten und Blickwinkel auszuprobieren, um eben eine Gemeinschaft zu bilden dadurch.